Hallo und herzlich willkommen bei mir bei Tasse Schwarzkaffee. Ich grüße euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute erwartet uns wieder ein ungewisses Abenteuer. Dann lasst uns heute wieder ein Abenteuer erleben, wa? So, dann sag ich mal, let's fetz. So, hier waren wir ja beim letzten Mal stehen geblieben. Wir mussten ja wieder so einen hässlichen Server reparieren. Weil die hier nicht können, die Jungs. So, gucken wir mal, wo wir diesmal landen. Okay, Shay liegt hier so ein bisschen müde. Ey, Junge, auch nicht klauen, ne? Ne, der zieht uns weg. Wo zieht er uns hin? Ach, noch nicht mal eine Trage. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Oh. Also gestorben kann er nicht sein, weil wir waren 20 Jahre später mit ihm unterwegs. Wenn ich sage, das ist der verrückteste Mist, den ich je gesehen habe. Wäre das die überflüssigste Aussage aller Zeiten? Shay hatte einige ziemlich traumatische Erlebnisse. Okay, die zweitüberflüssigste aller Zeiten. Erkunde diese Erinnerungen weiter. Das Beste kommt noch. Na, das klingt schon mal sehr vielversprechend, oder? Das Beste kommt noch. New York, Juni 1756. Ah, oh, eine Miezekatze. Habt ihr gesehen? Die lag so leicht müde auf dem Dach, die Kleine. Oder war es ein Kater? Alter! Hey, schön, dass es euch besser geht. Danke. Mr. Finnegan, oder? Heilige Jungfrau Maria. Haben wir etwa den Dorftrottel erwischt? Barry! Erinnert euch, Shay. Ich bin Cassidy und das ist... Barry! Ihr wart wochenlang krank. Ich wollte nicht zur Last fallen. Schau, er ist ein zivilisierter Bursche. Ei, für einen trottligen Deckschrubber... Bestimmt völlig besoffen von Bord gefallen. Barry? Er hat recht. Was wollt ihr alle? Was ist da los? Ja, nur weil du Trottel runtergesprungen bist, ey. Ach, mein Gott. Du musstest ja auch von der Klippe springen, Kollege. Warte mal. Haben wir hier Zeug liegen? Nee, nicht wirklich. Dem Lärm auf den Grund gehen. Na, das tun wir mal. Der rennt rum wie so ein Zombie. Schnauze, Weib! Au! Lass sie in Ruhe! Ah. Da vertrischst du deine Frau, ne? Ach, nicht wutschen, oder? Was habt ihr denn hier zu suchen? Halt dich da raus, du Idiot! Das wollte ich auch, aber... Jetzt nehme ich es persönlich. Guck mal. Ja, vor allen Dingen, gerade ist er noch rumgekrochen, wie auf dem letzten... Auf dem letzten Loch hat er gepfiffen. Und jetzt klopft er sich die Seele aus dem Leib. Und kommt ja nicht wieder! Genau. Danke, Shay. In jungen Jahren hätte ich die allein erledigt. Eigenhändig. Warum werdet ihr belästigt? Oh, das Übliche. Sie glauben, sie verdienen Geld, wenn sie uns friedlichen Bürgern nichts tun. Hört meine Worte. Diese Banden sind der Untergang unserer Stadt. Wartet, ich habe etwas für euch. Was hast du, Mäuschen? Ich will nicht, dass ihr völlig splitternackt herumlauft. Hier, probiert mal. Von unserem Sohn. Ich vermute, wenn ihr auf Streit aus seid, könnte euch das helfen. Oh. Vielen Dank. Sehr gastfreundliche Leute hier, also muss ich schon sagen. Das für 1754?
Ich sehe einen vollendeten Gentleman. Cass! Trug ich ein Buch bei mir? Nur diese seltsamen Waffen. Ich danke euch. Oh nee, oder? Jetzt entschuldigt mich. Scheiße. Die haben dann liegt das geklaut. Manuskript auf dem Grund des Atlantiks. Ach so. Wenn wir Glück haben, liegt's da. Wenn nicht, haben wir Pech. Dann müssen wir wieder... Ja. Ich weiß nicht, wo ist es dann bunkern, die Jungs. Du wieder! Das bereust du! Die Finnegans sind tot! Hörst du? Tot! Ich muss den Kunden hier fangen. Oh, vom Rauch nicht benommen. Ja, ja. Aber erstmal muss ich die Flachzange hier. Yeah. Du hast die falsche Seite gewählt. Nein, hab ich gar nicht, du Pfeifer. Ich will euch nur vom sicheren Tod bewahren, Leute. Sag mal, warum flitzt? Wirst du bereuen! Und die Finnegans auch! Jetzt hab ich ihn. Mein Gott. Was haben du und deinesgleichen gegen die Finnegans? Ich gar nichts. Mein Boss hat mich geschickt. Ah, und wo finde ich den? Ganz einfach. Aus dem Hof des Gebäudes steigt Tag und Nacht schwarzer Rauch auf. Die wollen doch knutschen, oder? Das Hauptquartier schwarzer Qualm, das ist hier, ja. Was kommt hier jetzt? Den Anführer der Bande ausfindig machen und töten? Die Flagge der Bande streichen. Und nicht erschießen lassen. Naja, das ist klar. Bandenführer verstecken sich und versuchen einen aufzulauern. Aber man kann ihre Angriffe kontern. Achten Sie auf Geflüster, was die Anwesenheit eines in der Nähe versteckten Anführers anzeigt. Benutzen Sie Adlerauge und machen Sie die Schleicher mit dem Gefahrenkompass ausfindig. Der Kompass erfüllt sich umso mehr, je näher Sie dem Ziel kommen. Aha. Da steht noch einer. Da hinten. Was war doch das hier? Ach so. Na gut, dann gucken wir mal. Lass dich mal fallen. Und so schreitet er, Shay, in seinem neuen Gewand voran. In ein neues wildes Abenteuer. Da steht ja noch so eine Frappe. Ach du Krieg, nein. Scheiße. Jetzt müssen wir mal, glaube ich, aufs Dach klettern, oder? Jetzt können wir eigentlich ein Attentat, oder? Attentat, Attentat, Attentat. Da Lara. Ach, da ist ja noch so eine Frappe. Ach, ich krieg die Tür nicht zu. Dodge that, you turd! Ach, halt die Schnauze. Wie? Den muss ich jetzt. Will der hin? Ne, ich dachte schon. Und Flagge streichen. Durchschneiden. Hallo. Anonym. Erstmal muss ich mich hier verpissen. Nein. Nein, 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 bloß nicht. Verpisst euch. Ich darf hier nicht verrecken, Alter. Oh. Uiuiuiuiuiuiuiui.
Einmal nicht aufgepasst hier. Tschack. Einmal nicht aufgepasst hier, bist du halb am Verrecken. Ich muss mich echt konzentrieren. Na? Jetzt. So, nochmal. Ja. Jetzt, ohne dass wir gesehen werden. Oh, 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 schnell, schnell. Bevor der uns sieht. Genau, weg mit dem Scheißteil. Schon noch in die Don't get your hopes up. Quick, ich krieg noch mal Marke, ja. Und let us make our stand, brother. You really think we can't catch you? Nein! Das hat er jetzt echt nicht gemacht, oder? Oh, du Frappe, Junge! Oh, Mann! Da stand er, da hat mit mich gelauert. Jetzt muss ich das nochmal. Nein, 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 nein. Ja, weg. Oh, ich kriege ihn zu viel. Scheiße. Machen wir das Arschloch hier kalt. So, jetzt machen wir erstmal die blöden Sniper hier oder den Scharfschützen. Jetzt fahren wir mal eine andere Strategie. Das war Glück im Unglück. Komm ich da schnell rüber? Ach komm. Lass den am Leben, den Kunden. Jetzt müssen wir uns nur beeilen. So. Komm her, mein Freund. Tschack. Warum habe ich das nicht gleich so gemacht? Ich weiß es nicht. Oh, New York haben wir sehr viel zu entdecken. Eieiei, schön. Schön. Was da? Eine Bank? Ja, da müssen wir mal reingehen. Renovierung. Renovierung. Ach, das könnten meine Verstecke sein, oder? Das wird bei Rauch helfen. Ja. Ganz ruhig, Master Cormac. Wir sind Freunde. Sicher? Die Finnegans waren besorgt, ihr würdet selbst aktiv werden. Ich bin Colonel George Monroe. Colonel? Ich kam zu helfen, aber wie ich sehe, zu spät. Danke für eure Hilfe mit diesem üblen Gesindel. Eine Seuche in New York. Was schert es euch? Ihr Rotröcke seid doch nichts anderes als Gutsherren. Das Stadtvolk hier muss hart schuften, um einigermaßen zu überleben. Eure Meinung kann ich euch nicht übel nehmen. Einige meiner Standesgenossen waren wenig hilfreich. Aber ich folge einem anderen Plan. Und der dann wäre? Mich kümmern.
Ich wünsche, dass die Kolonisten sicher und erfolgreich sind. Noble Worte. Vielleicht werden euch ja Taten überzeugen, Master Cormac. Hier, nehmt das Diebesgut. Jetzt lasst uns das Geld zum Wohl der Stadt einsetzen. Aha. Ich weiß, ihr habt keinen Grund, mir zu vertrauen, Master Cormac. Ihr sagt, ihr seid ein Freund der Finnegans. Bin ich. Ihr Ältester arbeitete für mich. Ihr ähnelt ihm. Wie das? Fürsorge. Er wollte den Leuten Gutes tun. Wir teilten einen Traum, er und ich, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Überleben allein reicht nicht. Voller Bauch, warme Kleidung. Freiheit von dem, was die größte Freiheit überhaupt ist. Ihr scheint gegenüber den Menschen, die ihr regiert, wohlgesonnen zu sein. Ich regiere nicht, Master Cormac. Ich unterstütze nur. Would like to remind you that it is your duty as citizens to keep your stocks and Bilbos in top condition. Seht ihr das verwahrloste Gebäude, Master Cormac? Wir können es erneuern. Stadterneuerung ist eine Wissenschaft, deren Wert sich auf dem Kontinent bereits erwiesen hat. Ich habe ein paar Materialien beschafft. Verschönert damit das Gebäude. Okay. Renovierungen sind eine bedeutende Quelle für Einkünfte. Sie müssen sich die nötigen Rohstoffe beschaffen, bevor sie ausführen können. Das ist wohl wahr. Okay, jetzt kriegen wir hier... ja. Wollen wir hier so eine alte, verwahrlose Kirche, oder... Da wollen wir uns erstmal die anderen angucken. Ach nee, meine Mission ist doch die Kapelle renovieren. Schade. Ja, wer hat wo müssen, oder? Welch gutes Werk! Das Viertel wird dadurch gleich besser. New York wird unter eurer Aufsicht sicher erblühen, Master Cormac. Ihr könnt Großes für Stadt und Bürger erreichen. Letztendlich braucht jedermann ein Ziel. Gehabt euch wohl, Master Cormac. Das war die Mission, die Farbe des Rechts. Der Colonel behandelt mich als ehrenwerten Mann. Jemanden, der das Gute will. Er mag recht haben. Nach allem, was geschehen ist, allem, was ich tat, Vergangenes ist nicht zu ändern. Aber vielleicht liegt hier meine Zukunft. Und vielleicht, nur vielleicht, kann ich diesmal das Richtige tun. Ich sollte zurück zu den Finnegans und sie beruhigen. Jetzt möchte ich mir mal schnell die andere komische Bruchbude hier angucken, die hier irgendwo war. Hier. Heck. Almshaus. Was kostet mich das? Sagen wir 10, 10, 30, 30 und. Jo. Weil, wie ich sehe, habe ich jetzt sowieso gerade kein Schiff, oder? Aha. Die Bank, das ist unser sehr guter Freund. Die gelben Punkte hier auf der Karte, das sind die Assassinen, oder? Na, jetzt müssten wir, jetzt dürften wir offiziell keiner mehr sein. Und
das war New York zu früheren Zeiten. Mitte des 17. Jahrhunderts. Na, gucke. Gucke dich mal einen an. So wie die Straße hier geht, hier, war das bestimmt mal der Times Square, oder? Ich nehme es jetzt einfach mal so an, weil die vor mir so... Ja, und nichtsdestotrotz. Ja, du machst schön sauber. How long do you reckon the English and French been fighting? Black Horse Tavern. Schade, ich kann hier nicht rein. Ich hätte mir gerne mal einen kurzen genehmigt. Ach, hier war ich untergebracht, ja? So, die Mission, ein langer Marsch und ein kurzer Fall, sehen wir dann, na, könnt ihr schon erraten, in der nächsten Folge. Richtig. Also bis dahin, ich grüße euch, euer Tasse Schwarzkaffee. Tschüss.